Jetzt nochmal vorab, wie bei jedem anderen Video auch. Ich habe es irgendwie geschafft, die erste Datei, die ich aufgenommen habe an diesem Tag, zu löschen. Aber ich glaube, da habe ich jetzt nicht viel besonders gesagt. Nur, dass ich diesen ganzen Vlog im Medium FOV gedreht habe. Weil ich dachte mir auch letztes Mal so, ja, anhand eines Clips, denke ich, könnte man das noch nicht so gut machen. Ich wollte wissen, ich wollte es euch näher bringen und mir selber auch näher bringen, wie das so im Alltag dieses FOV sich auswirkt. Und ich habe da, ja, und ich wollte das einfach so machen, dass ich jetzt in den nächsten Vlogs oder allgemein nächsten Videos mal etwas dynamischer anfange, nicht so etwas statisch in meinem Bett oder so. Auf jeden Fall habt Spaß mit dem Video. Und dank meiner Mutter muss ich jetzt wieder so ein schönes Heiztuch tragen. Mit. Diese Jacke sieht, die ich gerade anhabe, weil die ist, naja, die ist von meiner Mutter. Weil meine Mutter hat meine Jacke vergessen einzupacken. Das sieht ziemlich, ziemlich merkwürdig aus. Ich war lange nicht mehr hier in Kreuzberg, aber es ist ziemlich geil. Es ist ziemlich geil, geil. Und ja, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach etwas zu essen. Warum gibt es nicht mehr solche Häuser in anderen Bezirken, ey? So, wir essen jetzt im Bürgersteig. So, wir haben jetzt gegessen. Das war ziemlich, ziemlich lecker. Und wir gehen jetzt auch, aber weil irgendwie meine Mutter und ich fühlen uns in der Gegend nicht ganz wohl. Meine Mutter und ich fühlen uns in der Gegend nicht ganz wohl. Ich habe seit langem nicht mehr auf einem Haufen so viele DSLR-Kameras oder so gesehen. Oder irgendwie, solche kleinen Kompakt-Digitalkameras oder auch ich habe ein paar Leute so mit einer GoPro Hero Session oder so gesehen. Vor allem so an der East Side Gallery, aber hier so ein Kreuzberg, ist nicht so meins, aber hier Friedrichshain mit der East Side Gallery ist schon sexy.